So, ihr seht da hinten, ich habe mir Hilfe geholt. Jo. Die Chefin setzt jetzt die Vorletzte rein. Genau. Na, was heißt die Vorletzte, ne? Aber... Ja, ich hoffe, wahrscheinlich müssen wir jetzt die ganzen... Ja, gehe ich auch mal von aus. Aber wir werden es gleich sehen. Das wissen wir nämlich selber nicht. Aber ihr seht ja dann, wie das Ergebnis aber aussieht. So, ja, die Vorletzte ist drin. Ja, ich schaue jetzt die Letzte rein hier. Oh, Schienobliebub. Natürlich. Oh! Markierten Bereich rollen. Finchi, bleib stehen. Ja, ich bleib stehen. Die gehen automatisch, okay. Man will uns doch nicht quälen. Ja, das ist auch ganz gut so. So, ich eier den mal ein bisschen hier rüber, den Karton. Da müssen wir jetzt die Stahlträger aufsetzen. Waren wir noch so ausgefahren und dann gucken wir mal. So, ich komme mal runter. Ja, ich gehe raus. Nee, bleib noch drin. Ja, okay. Ich bin auch drin. Ich bin wieder raus, jetzt bin ich drin. So, Chefin, kommen Sie mal raus da. Nee, ich gucke von hier oben. Okay, ja, Finchi, komm dann, geh mal runter. Ja. Geh mal runter, weißt du, einen Schritt nach hinten. Nein, er rennt erstmal drei Schritte davon. Ah, geht noch weiter. Ah, geht weiter. Also soll ich wieder in den Clan? Ja, brauchst du nicht, oder? Ja, ich mach. Ich mach doch hier weiter. Das ist meine Arbeit, geh weg. Nix da. Ja, zeig ich dir jetzt aber. Na. Dann machen wir mit beiden hier. Das, was wird mit beiden. Ja, können sie aber früher. Was sie nicht können, kann ich. Wenn sie mir nicht wieder doof im Weg rumstehen müssen. Das sagt er immer. Und sie stehen, mir doof im Weg rum. Sehen Sie? Das ist genau das, was ich geahnt habe. Ja, ja, das sagt er immer. Da, das kann doch nicht wahr sein. Da steht die mir hier blöd im Weg. Bin mal echt gespannt, was am Ende der Investor da sagt. Ich auch. Was soll er sagen? Herr Finch, die sind der Beste oder was? Sowieso. Ja, sehr. Oh. Guck mal, die hat noch nicht mal die letzte Treppe gesetzt. Ich will ihn ja nicht ins Gehege fischen. Na, tun sie aber. Hat keiner gesagt, dass die jetzt auch am Kraneberger sein müssen. Die schmeißt die einfach von oben ab. Gar nicht wahr! Das ist eine, weißt du, und schreit sie mal an. Das könnt ist überhaupt nicht Geldermaterial. Also, Leute, ihr habt's gesehen, ne? Das ist da könnt Geldermaterial. Da geht das wieder los. Ja, ehrlich, ey. Es fängt ja wieder jedes Mal kackt die einen an. Geldermaterial, wie vernünftig mit umgehen. Sie haben gesagt. Ja, jetzt aber, pass auf. Ja, warte. Was habe ich gesagt? Ja, dann bleiben Sie gleich drin im Kran und machen weiter. Ja, bin ich auch. Sie haben zu mir gesagt, dann bleiben Sie gleich drin im Kran und dann machen Sie weiter. Das habe ich nicht gesagt. Es ist gelogen. Sie lügen wie eine kleine Lügenboldin. Ich schmeiß die jetzt auch einfach rein, so. Kostet kein Geld, hat Material. Herr Finch? Ja? Was habe ich vorhin gesagt? Was hat der Hoxer vorhin gesagt? Was denn? Ich habe gesagt, die können mir helfen, dann haben wir nicht doppelte Arbeit. Dann habe ich gesagt. Und sie haben gesagt, ja, dann machen sie mal fertig. Mhm. Der hat gesagt, schnappen Sie sich mal den Kran und... Helfen Sie mir. Machen Sie mal die andere Seite. Nein, jetzt hier bei dem letzten. Boah, Junge! Macht er doch mit Absicht, ey. Was soll das denn heißen? Herrlich, ey. Und kriegt den da noch nicht mal rein, ey. Ich fass es nicht. Ich setze den letzten. Chefin, solange ich den nicht reingesetzt habe, ist das ihrer nicht der letzte. Oh. Sie sind. Die sind vielleicht eine dumme, also das ist ja wirklich.
glaube ich ja jetzt nicht. Was soll denn das? Was sagt sie gerade ganz stolz? Ich mache jetzt den letzten, sagt sie. Ey, die kriegt ihr doch nicht mal rein, ne? Aber Sie wissen ja, ich habe einen Mobilkran. Ja, das heißt doch nichts. Doch, das heißt eine Menge, weil der Mobilkran ist viel. Ja. Ach so, Sie warten jetzt einfach. Bis ja, was denken Sie denn? Was lachen Sie denn da, Herr Fischer? Da haben sie aber jetzt echt lange für gebraucht, ne? Bis sie das geschnallt haben, ne? Ich dachte, sie wollten mir verhindern. Bis sie das geschnallt haben, hat er ewig gedauert, ey. Sie sind doch auch ein Clown. Ich bin hier am konzentriert. Oh. Auf geht's, Freunde. Wir gucken uns an, was jetzt hier passiert. Ja, mich würde das auch interessieren. Wahrscheinlich ist der Fisch wieder im Weg. Aber wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe auf die andere Seite rüber. Hab ich mir gedacht. Also wir sind noch lange nicht fertig, Leute. Wir haben gerade mal Halbzeit. Ja. Also, das heißt, wir machen jetzt hier noch weiter eben schnell. Sheffield macht auf der einen Seite, ich mache auf der anderen Seite. Korrekt. Ja, sie soll ja auch ein gutes Gefühl haben. Hat sie was getan dann? Ja. Was soll denn das jetzt? Dass sie nützlich war. Also, so gleich kann der Herr Finch weitermachen. Ja, ich glaube, der Herr Finch ist auch schneller. Aber war wieder klar, dass das kommt, ja. Naja, eins ist ja klar, dass die Tribüne nicht mal eben schnell fertig ist, das war ja logisch. Meinen Sie? Ja. Warum haben Sie jetzt Manfred zu mir gesagt? Was war das? Ich habe gesagt, meinen Sie. Ja, dann sagen Sie es doch auch. Ich Manfred. Ja, Manfred gesagt. Quatsch. Wie Manfred. Jetzt? Quatsch. Was war das denn? Manfred! Jo, ein Quatsch! Gleich noch die Stangen rein, ne? Was für Stangen? Für das Dach. Ach so. Sieht man doch. Oder meinen Sie, das sind Steckdosen? Ja, das war ja, das kam ja von Ihnen. Herr Finch? Ja. Herr Finch? Warum jetzt Herr Finch? Ich weiß auch nicht, was das wieder soll. Herr Finch? Im Endeffekt haben Sie gesagt, auf jeder Bühne sind Steckdosen. Auf jeder Bühne sind Steckdosen, auf jeder Bühne. Das waren Ihre Worte. Schwarzes Gold. Hammer. Warum sind Sie auf einmal so schnell? Was soll das? Ich bin fertig. Fertig. Alles wartet auf Sie wieder. Ja, kann wohl nicht wahr. Komm, wir drehen uns mal um, Leute. Na, guck mal. Mal, wie lange die braucht dafür, das ist ja nicht zu fassen. Jetzt hat er aber richtig Gas gegeben, der Kleine. Der Kleine? Was ist das denn? Oh, ja, Schnuggeli, weißt du? Der Kleine, der Schnuggeli. So, wir machen jetzt auch mal ein Bild hier. Oh, Doku. Ach, alles wartet auf die Chefin, ne? Das kann doch auch nicht wahr sein. Ich hab das schon mal schneller gesehen. Das war wieder klar, ja. Ich glaube, das kam vom Finch, glaube ich, dass der schneller war. Ja, du kannst gleich noch weiter, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben gerade mal die Hälfte. Ja, wir sind jetzt schon drüber. Da kommen noch mal 4 oder 8 Platten. Ja, locker. Da. Also. Ja, ich mache ja schon. So, der Battle geht wieder los. Schwarz, das Gold. Gucken, wer wieder schneller ist. Kann ja nur ich sein. Kann ja nur ich sein, oder? Ich weiß nicht. Ja, wer denn sonst? Ja, du hast auch den besseren Kraneberg. Ah, ja. Jetzt haben sie aber, jetzt hauen sie aber einen raus, wa? Er hat ja einen besseren Kran. Also, das ist vielleicht eine Flachpfeife, ey.
Weißt du, Schwimm- und Kletterfüße und jetzt sagst du doch, ich hätte den besseren Kran. Und Winkarm. Und Winkarm. Und Truthahnhals. Kann da wohl nicht sein. Ich könnte ja jetzt einen Trick machen. Ich könnte ja jetzt bei ihr da drin die reinsetzen. Hey, da habe ich ja gar keine Chance gegen. Aber da wäre die Chefin schneller fertig. Ah, nee, gar nicht wahr, weil sie ja da noch einen liegen. Genau, hat. Die müsste ja bei mir rüber. Ja. Und dann würdest du ja nicht schaffen mit dem Ding. Ich hatte da wieder eine Idee. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Nein, die ist scheiße. Komm, ich helfe Ihnen mal. Kommen Sie mal, ja. Arschloch. Kommen Sie mal. Kommen Sie, ich helfe Ihnen mal. Kommen Sie mal, ja. Er macht das echt, ey. Kommen Sie mal. Ja, sie können mich gar nicht. Doch, das schafft sie. Kann mich aber nicht stören, weil die hat ja noch. Die hätte noch ein paar zu setzen. Ich ja nicht. Ich habe ja nur einen. Ich sag halt, du musst halt, ich muss halt immer mit dem Auslegen. Du brauchst oben nur deinen Schwengel bewegen. Was mach ich, meinen Schwengel? Wie, ich ja, bewege meinen Schwengel? Bei mir lange, länger. Ja, sie ist ja länger. Fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also ich habe ja meine... Da kommt auch ihr letztes Teilchen da. So, ich räume. Ja, räume. Aha. Jetzt kommen die Stahlträger. Baumaterialien liefern. Ich kümmere mich drum. Ja, ich schwenke schon mal rum. Ich auch. Fahr den mal ein bisschen runter. Damit wir uns nicht zu sehr ins Gehege kommen. Vier Stück, ne? Ja. Chefin? Ja? Ich leg ihn die da schon mal hin. Oder so. Brauchen Sie den? Wir hauen sie doch ab! Was haben Sie denn jetzt wieder nicht verstanden? Ja doch, ich hab auch. Wenn ich sage, ich leg ihn die da hin, dann lege ich ihn die da hin. Ich kann doch auch legen, dann geht das doch schneller. Ja, wieso? Was geht denn dann schneller? Ja, wenn wir die zusammenlegen, sind sie schneller da. Ne? Wenn ich ihn die hier hinlege, das ja, meine ich damit. Ach, machen Sie den Scheiß da selbst. Alter. Oh, 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 oh. Genau das habe ich gemeint. Warum müssen sie mir wieder ins Gehege kommen? Ja, die müssen doch sowieso alle dahin gelegt werden, ist doch egal. Finchi bleibt drauf stehen, auf jeden Fall. Ja. Damit wir, falls irgendwas passiert, oder vielleicht muss er die auspacken, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Die muss er nicht auspacken, die werden sofort eingesetzt, denke ich mal. Da wird ja eine fette Tribüne, wa? Ja. Legen Sie mir das jetzt da hin? Da bin ich mal gespannt, wie Sie das machen wollen. Na, ich schwenk mal beim rüber. Kran mache ich das. Dann warte ich mal. Dann legen Sie mal ab. Hab ich. So, ich helfe Ihnen. Dann mal auf Ihrer Seite erstmal. Sie nehmen den ersten, ich nehme den zweiten. Von hinten oder von vorne? Zur Tribüne? Okay. Was ist das für eine doofe Frage? Ich verstehe die Frage nicht.
Dann nehmen Sie den ersten und machen den zweiten. Ich nehme den zweiten und mache den ersten. Okay. Ich könnte auch den. Ja, ist egal. Moment, das sind ja im Moment. Alle vier sind das ja, ne? Ja. Ja. Ja, dann kann ich doch bei mir hinten anfangen. Was müssen wir machen? Ja, dann sowieso Schnurzpiep, egal. Also hier will er wohl nicht. Man muss richtig reingehen da in den. Ja, du bist doch nicht ganz drin, du musst weiter zur Burg hin. Ja, jetzt. Machst du den Außen dann bei dir, ne? Ach Gott. Da komme ich ja sonst nicht dran. Hab ich. Rettete. Jawohl. Warte, Finchi, bleib stehen. Ja. Okay. Geht's wahrscheinlich hier weiter? Jawohl, habe ich mir gedacht. Ah. Komm ich da dran? Ich habe das Problem, dass hier einer ist, den ich gar nicht sehe. Ja. Welchen denn? Ja, hier hinten. Warte. Ja, die sehe ich auch nicht. Wirst du gleich sehen. Also ich sehe nur den Haken. Ja, warte mal. Schnapp mir den mal. Ach so, das ist nur der Haken da vorne. Okay. Dreh dir mal ein. Ja, ihr seht, Leute, das ist ganz schön viel Arbeit. Das stimmt allerdings. Und ihr habt jetzt irgendwie bei diesem DLC oder bei diesem Final-DLC das Glück, wir brauchen nicht so viel vorzuarbeiten. Ihr seht also wirklich Maximum. Also die anderen Folgen denken, was wir da so im HG noch im Off gemacht haben, ne? Ja, das stimmt wohl. Da seht ihr jetzt wirklich massiv hier, was wir arbeiten. Herr Finch, wollen Sie mal? Ja. Dann geh ich mal hier raus. Ups. Mal angucken. Weiterhin. Schwarzes Gold. La 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 la. Oh, ich glaube, ich bin irgendwie voll daneben, ne? Kann das sein? Aber richtig daneben. Immer einschwinden, ne? Was sind das hier?
Warum passt das denn nicht? Quink, 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 quink. Oh, dieser Vogel, ne? Quink, quink, quink. Quink, 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 quink. Oh, die machen immer nur ihre Aufführungen. Wir haben schon wieder einen Tag und Nacht. Tag, Nacht? Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also, Don, nimmst du den letzten? Ja. Nee, das ist noch nicht der letzte. Doch, für die Dinger, ja. Das letzte. Bitte? Natürlich ist das der letzte. Ach, hören Sie doch auf. Mann. Immer ihre Diskussion. Das ist nur eine Magie, ey. Also, immer ihre Diskussion hier. Nee. Aber ist auch interessant, so wie man die Träger, dass die überhaupt halten, ne? Weil die so ohne Stütze vorne in die Luft tragen. Und da angeschweißt. Wenn man sich überlegt, wie viele Tonnen das sind, ne? Angeschweißt. Ja, meinst du, das hält so eine Schweiß? Sicher. Oh, ich glaube, ich bin daneben. Schon wieder mal. Aber ziemlich weit daneben. So. Ach, das hat er gerade auch schon gesagt, Freunde. Ach, seien Sie ruhig. Seien Sie doch einfach ruhig. Wo denn das jetzt? Seien Sie ruhig. Zack. Zack. Wellblech. So, ja, dann ist das jetzt das Ende. 79, genau. Jawohl. Dann lasst mal liefern. Ja, der Finch ist so schnell immer. Ach so. Oder soll ich? Ja, machen Sie. Okay. Lassen Sie liefern. Jawohl. Ich lasse. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Rest, glaube ich, ne? Ja, ja, richtig. Gehe ich auch mal von aus, dann steht die Tribüne. Nimm den letzten an der Wand, ne? Ja. An welcher Wand? Ach so, an der Stellwand. Sieht schon toll aus. Auch jetzt haben die ja Bäumchen sogar. Guck mal. Toll. Die haben wir gar nicht gesetzt, die Bäumchen da, ne? Im Innenraum. Hast du den letzten? Ja. Okay. Dann warten wir mal. Ja. Also das kommt mir vor wie beim ersten Teil eben halt diese Tribüne. Vom ja, ist dieselbe Technik. Vom Stadion, ne? Mhm. Ihr könnt in der Playlist sehen bei mir, da. Ja, und jetzt werden die nur aufgesetzt. Okay, ich fange an. Ja, gut. Ich setz ganz hinten auf. Lass mich die zuerst nehmen. Ich schwenk die dann rüber und mach da hinten. Finchi von links außen, ne? Ja, genau. Genau. Ja, und das, was wir hier bauen, das bleibt auch so. Ne? Das wird sich nie verändern. Also das ist wieder zurück. Also alles, was wir neu erbauen, bleibt so. Das ist cool. Kann man seinen Fortschritt und was man in der Stadt so... Auch die Glocke haben wir gemacht. Und den, ne? Wir haben so viel hier schon gebaut. Oh. Du erst wieder weg? Ja, kann ich machen. Kann ich machen. Ah, habe ich sie gehört. Quack, quack, quack. Was ist denn nicht richtig, ey? Irgend so eine Ente. Quack, quack, quack. Ja, ich sprich schon die ganze Zeit, ey. Ich höre die ganze Zeit sprechen über die Ente. Nee, das war falsch.
Das hat jetzt aber lange gedauert, Finchi. Ja. Ein Projekt namens Wellblech. Kann man das so sagen? Obwohl es eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, nicht mehr zeitgemäß ist. Wellblech, weil es sich im Sommer unheimlich aufheizt. Habe ich da recht? Ich denke schon. Ne? Das stimmt, ja. Das heizt sich ja auf wie Sau. Die schwitzen ja darunter wie... die Tiere. Naja gut, aber wenn der Professor das so will, dann kriegt der Professor. Er ist ja auch schon alter Professor. Vielleicht will er gar nichts Neues, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Wir sind in den letzten Zügen. Naja. 94%. Ach so, das meinen Sie jetzt. Ja, ja. Ich glaube, der Finchi sitzt gleich das letzte, glaube ich. Ne? Kann das sein? Nein, noch nicht. Da sind noch viele. Das Stunden. Dauert noch ein bisschen. Sie 2, R2. R2, D2. Warum haben sie jetzt gelacht? Wie kommt man auf so eine Scheiße? R2, D2. Wie kommt man auf so eine... Ich weiß nicht. Das ist dieselbe Geschichte mit dem Brief, der kleinere. Da ist er wieder. Ja, sie hören sich auch gut. Oder im Graben graben, ne? Graben graben? Im Graben graben. Ja, Graben graben. Ja. Aber jetzt ist komisch. Einer hat an den letzten. Das sind sie, Herr Ochsen. Nein, das ist der Herr Finch. Doch. Der Herr Finch macht den letzten. Nein, da sind drei Stück noch. Ah ja, dann mache ich den letzten. Weil der Finch nicht schneller ist wie sie. Es sei denn, der Finch wäre jetzt schneller, dann würde er natürlich den letzten kriegen. Ja, eigentlich ist es egal, wer den letzten macht. So ein Nachschlag sozusagen. Mhm. Den Finch gönne ich ja das letzte, aber ihn nicht. Wenn sie das jetzt machen würden, wäre es ja eine Frechheit. Boah. Dann würden sie wieder alles sabotieren. Ja, genau. Mhm. Ja, Leute, wir gucken mal, wenn wir das jetzt abschließen, was wahrscheinlich ist, und das Gespräch, dann machen wir die Folge länger, ne? Ja, sicher. Die ist ja jetzt schon länger. Ja, ja, klar, aber ich meine... Die ist ja jetzt schon länger. Vielleicht müssen wir ja noch einen Graben graben. Ja, das glaube ich nicht. So, Herr Ochsen setzt jetzt das letzte Teil auf. Muss man jetzt da noch mal reingehen oder was? Oder müssen wir da den Bauabschnitt verlassen oder? Ja, wir warten mal. Finchi, bleib mal stehen da. Ja. Wir gucken jetzt mal, was passiert. Wo steht der Finchi denn? Im Kran bin ich. Tribüne? Nee, ich bin im Kran. Ja, wenn, dann musst du wahrscheinlich zur Tribüne, ne? Oder? Bereich der Tribüne verlassen heißt das dann. Baustelle räumen. Ich steig so, mal aus dem Dings aus. Ja. Ich baue den. Wie kann man den Kranplatz? Ja, ne? Ja. Ja, ja, und dann demontieren. Nee, da bin ich drin. Moment. Demontieren. Hab ich. Mhm. Bleib aber noch hier stehen. Ja, Leute, ich bin gespannt. Ihr bleibt dabei. Ja, wir kriegen jetzt erst das Gespräch mit dem Investor. Also, so, wir gehen raus. Finchi, komm raus. Ja, ich bin raus. Okay. Bin gespannt. Da. Sprechen Sie mit dem Museumsdirektor, okay.
Dann tun wir das. Was ist er denn jetzt? Hier. Ja. Ah. Okay. So, Herr Direktor, Sie können. Dann. Jawohl. Nun lasst die Spiele beginnen. Ich werde gleich den Mitgliedern der Theatergruppe Bescheid geben, dass sie mit den Proben anfangen können. Es wird nämlich ein Stück eingeprobt, das die Geschichte der Burg erzählt. Natürlich werde ich der Intendanz hin und wieder über die Schulter schauen, damit hier kein Unfug erzählt wird. Tja, macht das. Freunde, da haben wir es abgeschlossen. Ja, möchte ich sehen. Ah, da haben wir 17, Alter. Auftrag abgeschlossen. Schön aus. Ganz tolle. Ja, schön geworden, die Location, ne? Ja, ja, wollen wir da nochmal. Wir können es nochmal angucken. Leute, bleibt noch dabei. Ja, hier ist ein Brunnen, da kann man sich dann erfrischen, den Kopf reinhalten. Kann man sich was wünschen. Ja. Hier sind noch Steckdosen. Ich meine, ehrlich gesagt, also die Stahlträger hätten wir aber schön verkleiden können, ne? Das stimmt. Das sieht nicht so schön aus. Ich glaube, das war beim Stadion besser, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, jetzt hat man hier die Tribüne hier oben. So, guckt euch das an, ne? Das ist mega, ey. Schon gut geworden. Toll ausgedacht. Auch hier mit den Abfalleimern können die sofort ihren Müll wegschmeißen. Ja gut, hier unten. Also wenn da die Akustik richtig gut ist, dann haben wir schon das Richtige gemacht eigentlich, ne? Aber Don, wenigstens haben sie blaue Sitze. Das stimmt allerdings. Ach Gott, jetzt geht das wieder los. Finde ich gut. Jo. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück zum Brunnen und beenden das hier. Am Brunnen vor dem Tor. So sieht's aus. Also Leute, das war der vorletzte Abschnitt der Burgfestspiele. Letzte Folge. Und ich muss mal eben meinen Helm abnehmen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wie heißt das eigentlich? Ist egal. Der Aussicht. So sieht's aus. Also, haut rein, Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.